Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir sind nun in der Reihe Der kommende Fürst bei Kapitel 11 angelangt, die Vollzahl der Nationen. Die Hauptströmung der Prophetie verläuft durch den Kanal der hebräischen Geschichte. Diese Aussage trifft tatsächlich auf jede Offenbarung zu. 11 Kapitel in der Bibel genügen, um die 2000 Jahre vor der Berufung Abrahams abzudecken, während sich der ganze Rest des Alten Testaments auf die Nachkommen Abrahams geschieht. Wenn das Licht der Offenbarung für eine Weile in Babylon oder Susa leuchtete, dann nur, weil Jerusalem verwüstet war und Juda sich im Exil befand. Für eine bestimmte Zeit haben die Nationen während der vordersten Platz des Segens auf der Erde eingenommen. Aber dieser Zustand ist völlig abnormal. Die normale Ordnung von Gottes Handeln mit den Menschen wird wiederhergestellt werden. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet, dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, und so wird ganz Israel errettet werden, wie geschrieben steht, Römer 11, Vers 25 und 26. Die Schrift ist voll von Verheißungen und Prophetien zugunsten dieser Nationen, von denen sich noch nicht ein bisschen erfüllt hat. Man zieht zwar die leidenschaftlich-poetischen Ausdrucksweise der alten Propheten als Vorwand heran, um zu erklären, dass es sich um hyperbolische Beschreibungen der Segnungen des Evangeliums handelt, aber eine solche Behauptung kann nicht in Bezug auf den Römerbrief aufgestellt werden, denn darin erklärt der Apostel der Nationen solchen aus den Nationen in der Zeit der Haushaltung der Nationen dieses Thema. Die natürlichen Zweige Israel waren vom Olivenbaum der irdischen Privilegien und Segnungen ausgebrochen und gegen die Natur, Römer 11, 24, durch wilde Zweige von nicht-israelitischem Blut ersetzt worden. Doch trotz der Warnung des Apostels haben wir aus den Nationen uns selbst in unserer Überheblichkeit für klug gehalten und vergessen, dass der Olivenbaum, an dessen Wurzel und Fettigkeiten Römer 11, 17 wir teilhaben, mehrheitlich hebräisch ist, denn die Gnadengabe und die Berufung Gottes sind unbereubar. Die Wurzel des Olivenbaums, das sind die Segnungen, die Gott dem Abraham verheißen hat. Die Gedanken der meisten Menschen sind in den Binsenweisheiten ihrer Erfahrung gefangen. Die Prophezeiung eines wiederhergestellten Israels erscheinen vielen als ebenso unglaublich wie die Vorhersagen über die gegenwärtigen Triumphe der Elektrizität und der Dampfmaschinen unserer Vorfahren vor 100 Jahren erschienen haben müssen. Während wir eine Unabhängigkeit vortäuschen, wenn wir so urteilen, liefert unser Verstand nur den Beweis für seine eigene Unfähigkeit und Ignoranz. Hinzu kommt, dass die Position, in der sich die Juden seit 1800 Jahren befunden haben, ein Phänomen ist, das für sich selbst jeden vermeintlichen Vorbehalt gegen die Erfüllung dieser Prophezeiungen widerlegen muss. Die Frage ist nicht, wie eine falsche Religion wie jene von Mohammed eine ungebrochene Front angesichts des wahren Glaubens aufrechterhalten kann. Das Problem ist ein ganz anderes. Nicht nur in einem früheren Zeitalter, sondern in den früheren Tagen der gegenwärtigen Haushaltung haben die Juden einen Segensvorzug genossen, der praktisch einem Monopol göttlichen Wohlgefallens gleichkam.
Im Säuglingsalter war die christliche Kirche mehrheitlich jüdisch. Die Juden innerhalb ihres Bereichs wurden in Tausenden gezählt, die Nichtjuden in Dutzenden. Und doch ist genau dieses Volk später und mittlerweile für bereits 1800 Jahre unerreichbarer für den Einfluss des Evangeliums geworden als jede andere Menschengruppe auf der Welt, auf der Erde. Wie kann dieses Geheimnis, wie der Apostel es nennt, erklärt werden, außer mit der biblischen Erklärung, nämlich, dass die Ära der besonderen Gnade für Israel mit der Zeit, von der die Apostelgeschichte handelt, geendet hat und dass Israel seither zum Teil Verhärtung widerfahren ist. Römer 11, Vers 25. Ich werde dieses komplette File im Anhang an das YouTube hängen, das ihr dann herunterladen könnt, durchlesen. Und wer Mühe mit Lesen hat, kann es hören per MP3. Das mache ich auf Wunsch von Geschwistern, dass alles, was ich da vorlese, auch noch geredet wird als MP3. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch vertieftes Studium des Propheten Daniel und der Offenbarung.